Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Horrorspiel. Wir schauen uns heute mal Continuously an. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Please adjust the volume. Ja. Was? Hier der Glass Breaking. Okay, hab. Turn Vex Games. Schon wieder? Habe ich da erst gespielt? Sowas von dem. War das nicht das Wounded? Keine Ahnung. Special thanks to the following who provided pieces of the audio for the game. Ich zieh mal die Brille aus. Die schmiert ein bisschen. Seid ihr noch da? Ich sehe euch nicht. Ist gut. Ja, es ist nur 4:3, wie es scheint. Game Developer Stanislav Trukowski. Jawohl. Der Stani. Der Stani hat es gemacht. Nein, der hat auch Mainz Ei gemacht, oder? Der Stani. Der gute Stani hat das gebaut. First floor. Alles klar. Continuously. Da steht hier eine Lampe, die ist total deplatziert. Ich hoffe, ihr hört alles. Habt ihr das Glas gehört? Ja, wenn nicht, dann Pech, ne? Weißt du nicht. Caution, High Pressure. Was? Warum ist da High Pressure? Continuously. Was könnte das bedeuten? So eine Art... Täglich grüßt das Murmeltier. Tatsächlich. Oh. Ist okay. Ich habe jetzt schon ein bisschen Herzschmerzen. Musst du nicht noch hier, ne, mich erschrecken? Ist gut. Ist gut. Nee, doch, ich muss sagen, Mainz Ei fand ich ziemlich genial. Es war natürlich wieder nur so ein Ding, renn hin und her und wart die Scripts ab, aber... Das hat man besonders gemerkt, wenn man es mehrmals gespielt hat, so wie ich. Ich habe es ja immer wieder nachspielen müssen. Jetzt mal zurück. Das geht natürlich nicht. Was ist jetzt hier anders eigentlich? Ich meine... Hat das erst mit der Zeit? Ist das vielleicht der Horror? Die Lampe steht jetzt hier mehr Richtung Treppe. Die stand eben ganz in der Ecke, oder? Die Details... sind entscheidend, glaube ich. Die Details. Oh! Oh! Okay. Da soll das Baby mal schlafen. Das ist zu laut. Okay, ich habe es gerade ein bisschen leiser gedreht auf den Ohren. Dass das Glas springt, das war leider ein bisschen zu laut. Alles cool. Na, Durchfall. Kennen die Geräusche. Hört sich an wie eine Kuh auf Steroiden. Ah, jetzt steht die Lampe hier. Guck mal an, ich hab's gemerkt. Ja, ja, das ist das. Das ist der Horror. Dass die Lampe immer woanders steht und man es nicht beeinflussen kann. Der wahre Horror für jeden Innenausstatter. Aber die Tine war noch nicht hier, weil dann würden ja immer hier so bunte Tücher hängen. Was ist denn los mit mir? Ich bin noch irgendwie ein bisschen. Matsche. This door must be kept locked. Ja, tut's auch. Es geht nicht auf. Erstmal, dass wir jetzt wieder runterlaufen dürfen, ne? Ne? Wisst ihr, was voll der Witz ist? Ich habe ja die Tage mal gesehen, was das für neue Autos sind. Ah! Alles gut, ich wollte sagen. Ich habe geguckt, was es für neue Horrorspiele gibt, ja? Und da war zum Beispiel SCP-087. Kennt ihr das noch? Dieser Treppensimulator. Oh Gott. Ja, und den gab's für 10 Euro. Das ist das ganze kostenlose Spiel, was man schon damals spielen konnte, ja. Die junge Anilla wurde brutal ermordet. Oh Gott, auf Stock 2 in der Instandhaltungsabteilung. Die Kameras haben es aufgezeichnet, wie Anilla in das Zimmer ging, aber niemals rauskam. Es ist auch unbekannt, was ihren Tod verursacht hat, aber manche glauben, sie haben eine schwarze Figur in einem der Fenster gesehen. Was? To which are not blocked off. Ach so, welche jetzt mittlerweile vernagelt sind, da die Leute drauf bestanden. Ja, das Gebäude ist jetzt nicht mehr zugänglich. Hi! Oh Gott! Badefu! Ich darf nicht mehr fluchen auf YouTube. Habt ihr das schon gewusst? Man darf nicht mehr fluchen.
Mach mal die Tür auf. Ah! Oh Gott, was ist das? Aha. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ich will hier raus, komm. Oh, das schönste Geräusch der Welt. Fast so wie eine rostige Gießkanne. Wie hört sich eine rostige Gießkanne an? Ich weiß es nicht, aber mir ist kein Vergleich eingefallen. Dankeschön. Was ist die Lampe jetzt? Die Lampe ist weg! Plot Twist, es gab nie eine Lampe. Hätte er nicht gedacht, ne? Ich auch nicht. Das ist krass. Ich will nicht nochmal hier rein müssen. Oh, ist das schön. Was steht hier? Es weiß, dass du hier bist. Erinnere dich daran. Nicht hinter dich sehen. Diesen Fehler habe ich begangen. Warum nicht hinter mich gucken? Okay. Oh. Wow. Ich hab's noch gesehen, ja? Oh. Oh, dieses Geräusch. Ah, guck mal, ich hab voll die Gänsepelle, Mann. Aber volle Kanne. Ah, oh, ist das eklig. Na? Meisterlampe. Wo kommt denn die Musik hier jetzt? Wunderschön. Nicht hinter mich gucken, ne? Er hat mich aufgeschnitten. He cut me open. Da ist das widerlich. Oh Gott, könnt ihr mal damit aufhören? Das ist furchtbar. Hallo Lampe. Hallo Lampen. Es sind immer mehr Lampen da. Oh, was ist das denn hier? Das ist widerlich, Mann. Ich sehe dich. Ich werde dich sehen. Oh Gott, diese Melodie. Dazu das Babygeschrei. Ich finde das unerträglich gerade, ne? Hast du das... Hast du das für ein Baby, so schreien? Oh! Lass doch mal das Kind in Ruhe, Mensch. Oh! Oh, okay, ich hab ihn gesehen. In Hell. Wir sehen uns in der Hölle. Das ist gut, Mann. Ist gut jetzt. Komm, hör auf. Well.
Dankeschön. Dankeschön. Hat aufgehört. Fand ich nicht angenehm, dieses Geräusch. Die ganze Zeit zu hören, das war ziemlich shitty. Oh nein! What? Na toll! Guck mal, ich habe nur ein schwarzes Feld vorm Gesicht, aber ich habe noch alles gesehen. Nebendran. Er hat mein Baby genommen. Die Geräusche, die er gemacht hat, sie habe ich verrückt gemacht. Ich habe mein Baby noch nie so Geräusche machen hören. Ja, ich auch nicht. Das war eben total widerlich. Oh! Was? Er hat mir gesagt, dass ich niemals gehen könnte. Egal wie lange ich laufen würde. Egal wohin ich gehe. Es hat nie aufgehört. Ah, ist das eklig hier. Ich dachte mal dahin. Am Ende hat er es einfach beendet. Was hat er beendet? Ihr Leben oder? Oh! Oh! Oh, diese Gänsehaut. Ich vermute, es ist Zeit, dass wir das zu einem Ende bringen. Ich habe dich sehr lieb gewonnen, aber wir müssen einfach weiter voranschreiten. Oh, kannst du aufhören mit dem Rauschen? Das ist... Ach, laut und eklig. Ich höre mich gar nicht. Er kommt. Ja, trotzdem gehe ich immer weiter, ja? Das ist der Lampengeist. Ich habe es gewusst. Der böse Mann aus der Lampe. Ah! Warum habe ich keine Taschenlampe mehr? Wie gemein. Okay, es ist recht niedlich, ja. Aber es hat schon ein paar ganz nette Schocker eigentlich. Alles, was ich wollte, war eine Lampe für sein neues Zimmer kaufen. Um den Ort etwas aufzuhellen. Ich sag doch, es war die Lampe, ne? Das ist die Lampe des Bösen, das ist das wiederkehrende Element hier. Und der Basketball. Das ist die Lampe. Evil Lampe. Das Kratzen in den Wänden wieder. Oh, das ist eklig. Na. Gott, vielleicht rennt sie hier rum. Er ist hier. Ist er gar nicht. Stimmt gar nicht. Der kratzt da noch ein bisschen rum. Oh! Oh! Schönes Bild gerade übrigens. Hab alles gesehen. Danke fürs Spielen. Oh, meine Arme, sie klatschen das unten, die Unterarme. Oh, und ich hab keine Haut. Überall. Naja, Leute, das war's mit Continuously. Ein Spiel von Stanislav Strukhovski. Er hat euch alleine gemacht. Das war schön. Dankeschön, Stanislav. Stanislav. Ja. Danke, dass ihr mir so ein tolles Programm hier geboten habt. Turnvex. 2015, 14. Juni. Ist also jetzt mehr als ein Jahr alt schon, das Ding. Wusste ich nicht. Nun gut, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Das war's wieder mit einem weiteren Horrorspiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr noch weitere Horrorspiele kennt, empfehlt sie mir ruhig. Aber vorher bitte mal in meine Video, also in meine Projektliste sehen, ob ich es nicht schon gemacht habe als Projekt oder auch als Einzelsegment. Das kann man auf dem Kanal suchen, ja? Ich kriege nämlich immer dieselben Vorschläge. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.